Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 25. April. Die Handwerksbetriebe in Südbrandenburg stehen vor einem schwierigen Jahr. Das schreibt die Handwerkskammer Cottbus nach ihrer aktuellen Konjunkturumfrage. Demnach würden das schwache Wirtschaftswachstum, fehlende Investitionsbereitschaft und eine verhaltene Kauflaune bei Verbrauchern die Stimmung belasten. Dennoch konnten etwa 80% der Unternehmen ihren Personalbestand konstant halten oder sogar steigern. Mit Blick auf die Zukunft vertrauen nur jeder 10. Betrieb auf kurzfristig bessere Rahmenbedingungen, so die HWK. Vor allem der Bau- und Ausbausektor blicke mit großen Sorgen auf die kommenden Monate. Fast leere Schulen, volle Züge und Jugendliche auf Reisen. Dieses Bild bot sich an diesem Donnerstag in der Region. Anlass dafür war der Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg. Dabei konnten Jugendliche ab Klasse 7 verschiedene Berufe direkt ausprobieren, ganz unabhängig von veralteten Rollenklischees. Jungs in typischen Frauenberufen und Mädchen entdecken Männerdomäne. Das war Ziel des Zukunftstages am 25. April. An der neuen Bühne Senftenberg erlebten 6 Jugendliche die Arbeitswelt hinter den Kulissen. Nach einer Führung durch das Haus ging es in die Theaterwerkstatt. Dort besuchten die Mädchen und Jungen die Requisite und die Schneiderei. In beiden Abteilungen konnten sie am Vormittag auch selbst mitarbeiten. Im Krankenhaus Senftenberg hieß es zur gleichen Zeit: Deine Zukunft in den Sana-Kliniken Niederlausitz. Die Schüler konnten Einblicke in den Krankenhausalltag gewinnen und die medizinischen Berufsbilder näher kennenlernen. Den Abschluss bildete ein Abstecher zum Hubschrauberlandeplatz auf dem Krankenhausdach. Insgesamt gaben landesweit knapp 1000 Unternehmen und Institutionen Einblicke in die Arbeitswelt. Mit dabei waren auch die Ortrander Polymertechnik, das Milchwerk in Elsterwerda oder die Kita Findus aus Lübbenau. In Lauchhammer müssen sich Kraftfahrer auf verlängerte Straßensperrungen einstellen. Wegen Verzögerungen beim Asphalteinbau bleibt die Mückenberger Straße zwischen den Kreisverkehren Wilhelm-Pieck-Straße und Stadtring Mitte bis zum 30. April gesperrt. Die Arbeiten an den Nebenbereichen und Hausanschlüssen sollen dann unter halbseitiger Sperrung bis zum 24. Mai erfolgen. Ebenfalls bis zum 30.04. verlängert sich die Sperrung der Dolzteider Straße 1 bis 8 in Lauchhammer West. Nach über 100 Jahren im Dienst ist die größte der 3 Glocken in der Briesker Martin-Luther-Kirche ein Sanierungsfall. Die 1920 in Lauchhammer gegossene 2,4 Tonnen schwere Friedensglocke musste zum Schweigen gebracht werden, so der Glocken- und Uhrenexperte Michael Brigula. Er kümmert sich seit Jahrzehnten um die komplizierte Technik. Mit seinem Nachfolger Marvin Schmidt hatte er die Glocke bereits im Herbst abgelassen und abgehangen. Für die Reparatur benötigt die Kirchengemeinde nun mindestens 15.000 Euro. 3.000 Euro der Kirchengemeinde und erste Spenden seien bereits gesammelt worden. Dennoch suchen Pfarrer Manfred Schwarz und die Kirchgemeinde weiter nach einem passenden Fördertopf und Geldgebern aus der Region. Mehr dazu finden Sie auch unter senftenberg.de. Und hier folgen nun weitere Kurzmeldungen. Seit kurzem steht in Brandenburg eine sogenannte Dorf-App Baukultur zur Verfügung. Sie bietet typische Beispiele für Fassaden, Fenster, Türen, Dächer und Einfriedungen. Damit können Hausfassaden virtuell so umgestaltet werden, dass sie sich gut in das Ortsbild einfügen. Die App ersetzt keine Planung durch Architekten und steht kostenlos in allen üblichen App-Stores bereit.
Die Stadt Großrieschen versteigert ab dem 17. Juni wieder Fundfahrräder auf der Plattform Zollauktion. Die Besitzer der Räder und Mountainbikes können bis dahin ihre Rechte im Fundbüro anmelden. Möglich ist das während der Sprechzeiten oder nach Terminvereinbarung mit entsprechenden Eigentumsnachweisen. Der Kreisfeuerwehrverband Oberspreewald-Lausitz feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Gründungsjubiläum. Dazu gibt es einen Festakt an diesem Samstag im Kulturhaus der BASF. Dort erwartet wird auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Brandenburg unterstützt Krankenhäuser bei der Überbrückung von aktuellen Liquiditätsengpässen. Dafür ermöglicht es Darlehen mit einer Laufzeit von maximal 5 Jahren und einer Bürgschaft des Landes. Zur Verfügung gestellt werden insgesamt rund 40 Millionen Euro aus Landesmitteln. Anträge bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg sind ab sofort möglich. Bei allen Anstrengungen des Landes bleibe es jedoch bei der Pflicht des Bundes, die Finanzierung des Betriebs der Kliniken auskömmlich zu sichern, so Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Die Liquiditätsunterstützung könne die Symptome mildern, aber nicht die Ursache bekämpfen. Und das waren unsere Meldungen. Jetzt folgt hier noch der Polizeibericht. Eine 64-Jährige ist in den vergangenen Tagen Opfer eines Betruges geworden. Die Senftenbergerin hatte Anrufe und WhatsApp-Nachrichten von einem unbekannten Mann erhalten. Darin wurde ihr suggeriert, dass sie aus vergangenen Geldanlagen eine mittlere fünfstellige Summe erhalten könne. Dazu übermittelte die Frau persönliche Daten und gewährte den Fernzugriff auf ihren Computer. Im guten Glauben überwies sie außerdem einen vierstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto. Später wurde sie durch enge Familienangehörige auf den Betrug aufmerksam gemacht. Ein 10-jähriger Radfahrer ist Mittwochabend bei einem Unfall in Senftenberg leicht verletzt worden. Er wollte an einem Fußgängerüberweg in der Otto-Nuschke-Straße die Seite wechseln und stieß mit einem PKW zusammen. Um innere Verletzungen auszuschließen, wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. Und das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nun noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Mit den Temperaturen geht es in den nächsten Tagen wieder etwas aufwärts. Am Freitag gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken bei 2 bis 15 Grad. Jedoch ist nicht mit Schauern zu rechnen. Samstag bleibt es größtenteils wolkig und die Werte steigen auf 7 bis 21 Grad an. Der Sonntag bringt morgens noch einen bedeckten Himmel mit sich. Am Nachmittag gibt es dafür wieder etwas mehr Sonnenschein bei 9 bis 23 Grad.